Hallo und herzlich willkommen zur Daily Challenge. Wir gehen heute wieder in den Abgrund und müssen gucken, dass wir so weit wie möglich nach unten kommen. Es ist eigentlich recht leicht, also gerade hier ab dieser Stelle müssen wir uns eigentlich nur mittig halten und dann bis zu der Stelle halt eben runterspringen. Das sind dann schon mal knapp 200 Meter, die wir damit gut machen können und sollte kein Problem sein. Auch hier am Ring einfach runterfallen lassen, dann sollte eigentlich nichts passieren und wir kommen eigentlich direkt auf die Bumper. Hier auch wieder zwischenspringen. Ich spreche einfach nur noch die ganz dringenden Sachen an oder die ganz schwierigen Sachen an. Aber es ist eigentlich heute recht einfach, die normale Daily Challenge. Also sollte für euch eigentlich auch kein Problem sein, hier eine gute Punktzahl zu bekommen. Hier ein bisschen aufpassen, gucken, dass man sie nicht gerade rammt. Das kennen wir ja schon. Zur Seite auch wieder fliegen, da kann eigentlich gar nichts passieren. Auch hier Bumper treffen, das kann nichts passieren. So. Gut, gehen wir weiter runter. Hier auch wieder Bumper treffen. Hier ausnahmsweise mal wieder fliegen, damit wir nicht drüben in die Dornen reingeraten. Und hier wieder eine Rampe, das kennen wir ja schon. Damit können wir uns direkt fallen lassen. So, hier bin ich sehr, sehr vorsichtig. Und bei den Schlagetypen, das sind wir dann auch sehr, sehr schnell durch. Hier auch einfach wieder rein, fallen lassen. Zweite Mal dieses mit den Ränken hier nicht komplett auf einmal durch, meistens schafft man es nicht, deswegen einfach auf zweimal kurz durch. So, hier auch wieder Bumper fliegen, hier halten wir uns einfach ganz am rechten Rand, dann sollte nichts passieren, beziehungsweise wir können es ja über unseren Flieger können das ja abpassen. Das ist eine kleine schwierige Stelle, aber auch noch nicht besonders. So, jetzt weiter, nächster Bumper. Also es ist eigentlich echt immer komplett das gleiche. Wir auch wieder ganz am rechten Rand halten, passiert nichts, fallen lassen, wenn es die Chance gibt, hier so schnell wie möglich durch. Oh, das war knapp. Und auch hier wieder Seil fallen lassen. Und hier wieder den Bumper treffen. Also, ja, was heute unser Zufallsgenerator hier beschert hat, das ist wirklich recht leicht. Das hier ist ein bisschen tricky. Wir richten uns zuerst nach den Ranken und dann nach den Augen. Und dann sind die eigentlich auch kein großes Problem. Der hier kann uns gar nicht treffen, wenn wir uns ganz am Rand halten. Ihr seht's. So, hier auch wieder ganz vorsichtig durch. Nach der Ranke schauen und dann nach dem Durchgehen. So, hier auch nochmal ein paar Augen. Jetzt kommt wieder nochmal so eine Stampfarena. Einmal, zweimal ein bisschen fallen lassen. Und dann kommen wir hier rein. Hier achten, dass man die Kurve sehr, sehr knapp verwischt. Weil sonst überlebt man das Ganze hier einfach nicht. So, hier bin ich sehr vorsichtig. Auch hier wieder ganz an den Rand ran, dann kann uns gar nichts passieren. Ihr seht, der ist einfach nicht zu lang. So, hier sind wir vorsichtig und hier kommt jetzt die Hängel-Area. Die wollte ich eigentlich nochmal machen, ihr seht gleich, jetzt erwischt mich. Aber es reicht für einen Goldpokal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, gebt einen Like, ansonsten dürft ihr gerne noch in die Kommentare schreiben, was man noch verbessern könnte. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!